Mal geht es mir ganz gut. Und dann habe ich mal überhaupt keine Luft. Da muss ich immer nur an der Wand langlaufen. Ich will ja nicht umkippen und ich will ja auch keinen dazu zwingen, mich wieder aufrecht hinzustellen. Das sind ja alles junge Leute und das ist ja auch, ich wiege ja schließlich ein bisschen was. Und das möchte ich denen nicht zutrauen, dass sie so einen alten Kerl wie mich wieder auf die Beine helfen. Das fing vor 2, 3 Jahren an. Und meine Frau, die ist dann schon unglücklich geworden, weil sie sagt, wenn du mal hinfällst, die hebe ich nicht hoch, die schaffe ich nicht. Das ist passiert. Und dann hat sie mir einen Stuhl oder irgendeinen Gegenstand rangerollt. Und dann habe ich mich da raufgestellt und buff, 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 dann so, naja, wie so ein Tier hochgerabbelt. Und als ich dann zum Stehen hatte, dann hat sie mich eingejagt und hat mich zum Bett geführt. Und das hat ihr unwahrscheinlich wehgetan. Ich sah, du, guck mal, wir schaffen es doch beide. Das geht doch, aber sie hat gesagt, nee, das halte ich nicht aus. Und dann sind wir hier gelandet. Von dem hier wissen wir schon lange. Da haben die schon erzählt, da war ich noch recht gut auf dem Bein. Da haben die gesagt, Mensch, da musst du mal hingehen. Und da ist meine Frau, die hatte eine ganz liebe Tochter, die lebt in Hamburg und da ist die nach Berlin gekommen. Und hat gesagt, ja, hören wir uns mal für den Alten umgucken, ob wir was finden, wo wir den unterbringen können, falls wir das nicht mehr können. Und was ich den Mädels immer gesagt habe, ihr müsst mir was suchen, wo ein Baum vor der Tür ist. Ich brauche immer einen Baum, das ist so wie Lehm. Ja, ich sage, man kann wieder an so heulen. Und dann haben sie das hier ausgesucht, weil es wirklich so überraschend schön ist, dass man gar nicht glauben kann, dass man sowas macht für kranke Menschen. Das Personal, das gibt es nicht. Ich bin hier angekommen, da kam mir gleich ein Pfleger entgegen. So ein netter, rothaariger, ist der rothaarig? Ich weiß gar nicht. So, egal. Pfleger und sagt, gib mir den Hand, guten Tag, ich bin Dirk. Und ich sage, Mann, Dirk heißt auch mein Sohn. Toll, und dann haben wir es gleich wieder umarmt und gleich geduzt. Und es lief hier gleich, als wenn ich hier schon ewig gewesen bin. Komm hier rein, hier setz dich hier hin, das ist dein Gemach sozusagen. Und dann haben wir beide gleich wie dicke Freunde, ja? Gleich per Du und allem drum und dran. Mit den anderen bleibe ich ja per Sie, es geht ja nicht anders, auch mit den Lehrschwestern. Kann ja nicht den ganzen Haufen hier duzen, macht man ja nicht. Ich würde es am liebsten machen, aber die haben ja auch ihre Vorschriften. Und so bin ich gleich zu Hause gewesen. Dann kommen sie hier rein, da ist ein Bett und da ist hier ein Tisch mit allem drum und dran. Und dann gucken sie aus dem Fenster. Mann, da ist ja ein Park und ein Garten und alles sowas. Und die ersten Krokusse sind draußen. Ja, Mann, also hier könnte ich ableben, habe ich gesagt. Oder mein Leben zu Ende machen. Naja, und dann habe ich mich ein bisschen beruhigt. Und dann habe ich mich mit meiner Frau hier aufs Bett gesetzt. Und dann haben wir erstmal weiter ein bisschen geweint. Ich mehr als sie, weil sie hat mich ja dann hier hinterlassen. So fühlte ich es. Ging aber so nach relativ kurzer Zeit, haben wir uns beide gefangen und dann haben wir hier ausgepackt. Und dann kamen immer mehr hier ran und begrüßten uns und sagten, ach, habt ihr das hier schön, könnt ihr auch wohnen. Und so ein bisschen auf Neid gemacht, ja. War ja niedlich. War ja nicht echt, aber schön fand ich es trotzdem. So, guten Abend. Wie wichtig ist die netten Menschen. Die ausgesprochen netten Menschen. Guten Abend. Dann bringen die mir mein Abendbrot oder mein Mittagessen, so wie ich es bestellt habe. Jederzeit bleiben die hier sitzen, kann ich jeder ansprechen. Und dann setzen die sich zu mir hin, ganz egal, ob die gerade Frühstück gebracht hat oder
ein Bett aufgeschüttelt hat und so, dann hat die mindestens 20 oder eine halbe Stunde für mich Zeit. Ohne dass da oben also klingeln müssen, Kinder, ich muss mal hier sitzen bleiben, der Junkanz, der hängt hier ein bisschen. Ja. Und das ist eben hier nicht so. Sofort. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich hier durch den Hof laufe oder denke, es gibt nicht eine Frau, oder Schwester, Lehrschwester oder was auch immer, die mir nicht über die Schulter streicheln. Und das finde ich so toll. Ja. Ich könnte hier immer fast weinen. Das ist natürlich jetzt hier eine gute Sterbesituation. Hier kann auch ein Bett aufgestellt werden. Allerbeste wäre, neben meiner Frau einzuschlafen.